Boah, die Musik geht überhaupt nicht. Das ist ja noch schlimmer als in Lavandia. Wo ist meine Top-Superangel? Es ist doch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ich stelle mir dann immer vor, wie dann der Professor eigentlich so kurz so in das Bild reinflöppt. Ich versuche mal, dass ich das irgendwie so hinkriege. Dass ihr das jetzt seht, dass ihr so reinflöppt und dann sagt, nee, es ist noch nicht an der Zeit, obwohl der irgendwo in seinem Drecks. Wie nennt man das denn, wo Professoren arbeiten? Mir fällt das Wort nicht ein. Es ist schon wieder so weit gekommen, dass mir die Wörter nicht einfallen. Das sieht nach einem Teleporter aus. Ey, ich kann überhaupt nicht reden. Hey, Kleiner, was machst du hier? Das war mir klar, dass das so ein komisches Gebäude ist. Und wenn ich alle bekämpft habe, dann sind die ganzen Team Rockets aus der Stadt weg, natürlich. Ein Golbat. Eine Weiterentwicklung von Zubat. So, Hornattacke bitte. Was macht denn hier mein Getränk? Mein Getränk macht nichts. Ich werde mir aber jetzt gleich schnell ein neues mischen. Okay, jetzt hole ich mir gerade mal mein Getränk. Ich habe auch gar nicht mehr viel Zitronensaft. Nennt man das Zitronensaft? Ich weiß es gar nicht. Oder oh, Level 29. Super, Alex. Hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen, aber... Ich habe übrigens meine Tastatur zerfetzt ein bisschen. Zubat. Nö. Und zwar ist mir... Ich habe ja so ein Tischchen. Und... Das habe ich aus Versehen von meinem Bett runtergeschubst. Oh. Schon leer. Ich weiß noch nicht mal, ob man das jetzt überhaupt schmeckt da drin. Auf jeden Fall habe ich es runtergeschmissen. Da sind 5 Tasten rausgeflogen. Und eine finde ich nicht mehr wieder. Aber das war zum Glück nur die Komma-Taste auf Nummernpad. Das benutze ich eh nie. Also das Nummernpad schon, aber halt die Komma-Taste nicht. Ich hoffe mal, dass ich die irgendwann wiederfinde. Haus verliert nichts. Nein, ich will nicht wechseln. Aber ich warte sowieso darauf, dass die irgendwann Geist aufgibt. Weil manchmal flackert die ein bisschen, weil die ist ja beleuchtet. Und... Oben, da ist sowieso schon ein Kabelbruch. Das habe ich mit irgendeinem Klebeband, habe ich das... Nein, ich will nicht wechseln. Mit irgendeinem Klebeband habe ich das geflickt. Sieht auch nicht mehr so geil aus. Und irgendwann wird die auch den Geist aufgeben. Nö, 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 nö. Super in den Kampf. Ja. Ja, Alex kämpft bereits. Ich weiß es doch. Haben die ja alte Pokémon? Ich bin ein Versager. Ja, das bist du. Okay, der sieht nicht so aus, als ob er kämpfen will. Hm. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Forscher. Ja, wo arbeiten denn Forscher? Mensch, mir fällt das Wort nicht ein. Nein, ich wollte keinen Tackle machen. Wie heißt das?
Nicht Universität. Im Labor. Mann. Labor, das war das Wort, was mir nie eingefallen ist. Auf jeden Fall kommt dann Professor Eich irgendwie so, obwohl er in seinem Labor sagt, nee, du kannst es nur nicht benutzen. Was? Was ist denn hier los? Okay, Alex, du machst halt jetzt noch. Und dann wechseln wir dich mal wieder, weil jetzt bist du ein bisschen über. Das ist... Kann das sein, dass hier so Nidoran, dass das wirklich schnell levelt? Weil ich habe ja auch Nidoran, Nidorino oder wie das hieß. Das ging echt schnell zum Leveln irgendwie. Also das kommt mir bei jedem Pokémon extrem schnell vor. Magneton! Wir sind zusammengewachsene Viecher. Ich muss niesen. Oh, mach sie platt. Mach sie platt. Mach sie platt. Ja, jetzt sind wir tot, ne? Nee. Oh, wir können das noch hinkriegen. Nice. Der Forscher mit seinem weißen Ding da. Jetzt müssen wir gerade mal wechseln. Du kommst an Daves Stelle, genau. Du bist jetzt der Levelhöchste, ne? Ja. Okay. Lars muss auch noch gelevelt werden. Den pack mal nachher nach oben. Guten Tag. Hey, du hast hier nichts verloren. Ja. Das würde ich auch so sagen. Zwei hat er. Das ist gut. Ein Tragosso. Na, ob das was gibt? Ja, super. Der Attacke ging schon mal daneben. Guten Schlag ist okay. Komm, jetzt reiß ihm die... Das ist schön. Reiß ihm die Birne ab. Ja, mach ruhig. Oh, fast. Nicht kopflos machen das jetzt. Halt, halt. Oh. Zubat, okay. Ja, mach ruhig. Jo. Oh. Okay, Fußkick ist dann... Das ist ausgewichen, okay. Ich versuche mal Kratzfurie. Was, nur zweimal? Okay, nur zweimal. Halt! Gut, das war dann auch Dave. Dann kommt jetzt der Lars ins Spiel. Ruckzuckieb. Ja gut, ist auch zwei Level drunter, von daher. Okay. Aber Lars kriegt jetzt gute EP. Das ist hart. Verloren. Ja, er hätte sich mal ein bisschen mehr anstrengen können. Okay, dann hätten wir hier alles. Dann hätten wir zwei Teleportationsdinger. Nehmen wir hier den oberen erstmal. Ich hoffe mal, dass der uns jetzt nur auf dieser Etage rumteleportiert und nicht das ganze Haus. Ruse Hohlhaus. That is not nice. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Wie heißt du denn? Robert? Oder Horst? Smogmog. So guckt jedenfalls der Linke. Der Rechte guckt so... Nee.
ist alles nicht so... Oh. Alles nicht so geil gegen den. Raserei will ich schon gar nicht... Ach, Christoph, Junge, was ist los mit dir? Will ich schon gar nicht erst ausprobieren. Schlammbart. Hört sich gesund an. Und vergiftet. Natürlich. Was denn sonst? Habe ich Gegengift? Nee. So. Smogmog. Oder Smogon? Weiß es nicht. Nee, es ist Smogmog. Schön. Aber lange nicht mehr gehabt. So, jetzt mach du mal Konfusion und reiß dem Ding. Reiß das in Stücke, bitte. Auch nicht so geil. Wie diesen. Nee, die ist nicht effektiv. Du kannst mir jetzt nicht erzählen. Effektiv ist was anderes. Und Christoph reicht Level 30. Golbat. Nö, Shen kann mal draußen bleiben. Wie es sich freut. Ja! Das ist effektiv. Nicht eben das. Eben das war nicht effektiv. Kann ich mir alles erzählen, aber das nicht. Nö, Shen, du bleibst mal schön draußen. Also das ist Smogon und dann war das andere Smogmog, okay. Ich brauche neues Zitronenwasser. Zitronensaftzeug. Keine Ahnung. Yay! Alles in Level 30, bis auf die anderen. Bis auf die anderen. Ups, Bruder, ich habe versagt. Okay. Jetzt wechseln wir erstmal durch. Jetzt tue ich die mal komplett so sortieren, wie es richtig ist. Christoph, bist eh vergiftet. Tausch mit Dennis. 27, 30, 30, 30. 27, okay, dann kommst du. Der Lars kommt auf Dave, weil Dave gleich... Nee, wer ist gleich tot? Christoph ist gleich tot. Muss ich... Nee, Dave ist sowieso tot. So ist gut. Okay, dann quatschen wir jetzt mit ihmchen hier oben. Du bist bereit, uns nicht als... Was? Bereitest uns nichts als Ärger. Irgendwie sowas. Okay. Ein Slimer. Oh, kann da Lars was reißen? Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht probiert. Nee. Nee, das ist beides nicht so geil. Was? Sandwirbel, ja, ist okay. Oh, los, Lars, den schaffst du noch. Kriegst du locker hin. Na, hätte sie noch ein bisschen mehr anstrengen müssen. Muss mal gerade gucken, ob ich überhaupt offen. Ja, müsste ich ja. Ich habe ja eben. Ja, 44 Minuten schon. Weil es hat mich ein bisschen irritiert, dass da unten die Zeit nicht gelaufen ist, aber anscheinend läuft die nie. Elektroball! Nein. Ach genau, und ich wollte mir auch noch das Album von Till Lindemann runterladen, was ich immer noch nicht getan habe. Schande über mein Haupt. Windstoß. Ist das gut? Bei Elektro? Das wird nicht mehr blockiert. Weiß es nicht. Ne.
Okay, da wechsle ich jetzt aber mal. Mama, oh, Elektro gegen Elektro. Macht bestimmt auch Sinn. Komm, Shen. Konfusion. Halt. Ah, ist auch nicht so geil. Mann, Mann, Mann.